meine Lieben, heute gibt es ein neues Video für euch. Und zwar gehen wir jetzt einkaufen. Oh, das Licht ist doof. Genau, wir müssen einkaufen. Wir sind bei Felix gerade. Und wir gehen jetzt einkaufen. Es ist schon relativ spät. Wie spät haben wir jetzt ungefähr? Was ist eine Uhr? 18.04 Uhr. Ach, was? Eben war schon 18.30 Uhr. 18.04 Uhr. Es war 17.30 Uhr. 18 Uhr. Nein, ich habe gerade auf mein Handy geguckt. Nein, das war 17.30 Uhr. Okay. Es ist 18.04 Uhr. Und wir müssen jetzt so zu Rewe, zu Butni muss ich noch. Und das wollten wir jetzt machen. Ich habe die Mail hier und den Kinderwagen nämlich. Da. Mein Kinderwagen und die Mail. Genau, die Mail bekommen wir so in den Jacke an schnell. Und dann werden wir auch schon losdüsen. Also, Melzjacke, wo bist du? Hat sie eine Mütze an? Ja, sie hat eine Mütze an. Ja. Sehen wir das? Hast du deine Handschuhe? Meine Hände sind so kalt, wenn ich dich genau anziehe. Grüß dich gleich. Okay. Könnte deine Motorradhandschuhe an? Nein, die sind kalt. Das ist der Boden, weil der so rutschig ist, kann man nicht fahren. Ja, deswegen dreht die vorne das Rad nicht. Guck, weil die ganze Zeit so schräg, weil ich das hier nicht drehen kann. Nein, es liegt am Boden. So wollen wir erstmal. Oh wow! Wir solche Socken haben. Ja, oh, guck mal, wie cool. Schatz. Das war cool. Ja, ist bald, das stimmt. Gibt's Cookies? Nee, gibt's nicht. Hier? Ja. Was ist das hier? Q. Back, back. Dark Knight. Illusion. Hier, dein Cookies. Ja? Ja, super drauf. Musst du riechen. Haben die keine Teststreifen? Nee, Bedrohung von den Teststreifen. Viel cooler. Ich liebe mein Kinderwagen. Oh, der ist nicht so cool. Aber ich will nicht wie ein verfressener Kerl riechen, der gerade Kekse gegessen hat. Ne, ich finde, es riecht so normal. Typisch wie ein Deo halt, irgendwie. Ne, in dem soll ja auch mehr schützen und nicht riechen. Dafür ist ja der Tropfen. Okay. Hast du? Wenn man sich einfach irgendwas kaufen möchte und es einpacken kann. Weißt du? Hä? Auspacken kann. Einfach, damit du die Verpackung auspacken kannst, oder? Ja.
Ich habe auch gerade voll Lust, mir auch wieder irgendwas zu kaufen. Ich weiß nicht, ich kann nicht meinen Schild kriegen. Ich habe es auch. Oh, guck mal, wie cool. Ich mag solche Dinger. Voll cool. Ich muss da vorne nochmal gucken. Wo ich auch noch Lust hätte, ist mir jetzt einen Alexa-Schalter zu kaufen. Gibt's ja leider nicht im Einzelhandel. Also in so welchen. Oh Gott. Das ist cool, oder? Süß. Passt zu deinem Zimmer. Ja, aber ist jetzt für einen Adventskalender. Achso, ohne mit. Warum noch einen Teil? Muss ich mir überlegen. Jetzt riecht das mehr nach Leder und Cookies. Naja, riecht immer noch wie vorher. Hast du dieses komische Großgefühl? Dann ziehst du die Nase hoch bis in den Kopf und hast Kopfschmerzen davon. Das habe ich gerade von diesen Ledern Cookies. Bleib mir dagegen irgendwie ein bisschen. Gut, ich will nochmal kurz bummeln. Ja, oh, eine Pinata! Wir müssen gucken, ob es dieses Zitronenwasser gibt. Ja, das gucken wir. Können wir auch Regler mal gucken. Ja, genau. Wollen wir das kurz machen? Ich kann mit den vorderen Rädern hier nicht fahren, ne? Ich habe Kinder die ganze Zeit so. Oh, das ist nervig, Alter. Nie wieder mit diesem Kinderwagen nach Putin. Ich bin übrigens bei dem Kunde den Kalender kaufen. Den Adventskalender oder für normale? Den Adventskalender gibt es ja nur als Gewinnspiel. Da musst du mitspielen. Weißt du? Und ich hatte mich jetzt. Ich habe da nicht. Den, da vorne. Der hat nicht ganz aufgewiesen, eine kleine Packung. Das ist ja nur für morgen früh. Aber die kleine Packung ist teurer als eine große. Ja, aber das ist so schlimm mit dir, damit habe ich doch mehr gezahlt als den Rest. Was möchtest du? Ich weiß es nicht. Die haben weniger Quadratmeterfläche, Schatz. Quadratmeterfläche? Ja. Was zu naschen oder wollen wir Chips? Was? Was denn? Weiß nicht, ich würde so einen Chips essen. Oh, das klebt. Dann lass uns Chips essen. Ja? Döner essen wir gleich, das heißt, wir brauchen nichts. Ja, soll das bitte zu geben? Nee, nur, das musst du nur wissen, wenn du Sonntag. Geschaut, du kannst ja Sonntag noch, morgen Abend noch essen. Stimmt. Ich will auf jeden Fall essen. Ja? Was? Chips? Ja, ich will auch was zu filmen. Serie gucken. Nur jetzt was die Frage, weil es immer so kompliziert. Mir geht's dir gut? Ich schnulle immer, ey. Also ich hab zum Beispiel heute keine Lust auf diese Bacon-Dinger. Das heißt, die fallen schon mal weg. Ich hatte Lust auf Sour-Cream. Nein. Aber die sind alle. Nein, da oben sind die. Aber keine Sour-Cream. Doch, links. So Leute, wir sind wieder zu Hause. Ihr habt ein bisschen gesehen, wie wir einkaufen waren. Genau, ich wollte kurz zeigen, was wir einmal gekauft haben. Und zwar habe ich ja etwas für eine Person gekauft. Vier Sachen bei Butni war das. Einmal so eine Flasche von Lip. So rosa mit Elefanten. Total süß. Dann haben wir eine. Oh, cool. Eine kleinere Flasche in grün mit so kleinen Giraffen. Auch richtig, richtig süß. Ich finde die Flaschen von Lip sind im Preis-Leistungs-Verhältnis einfach richtig super. Das ist meine. Simply Cola. Dann habe ich. Felix packt übrigens gerade Red Bull aus, die er heute von der Werkstatt bekommen hat.
Einmal so feuchte Waschlappen, beziehungsweise feuchtige kann man auch benutzen. Ich finde die voll praktisch für die Wickeltasche, also weil man jetzt sich damit voll gut die Hände waschen kann, wenn man irgendwie unterwegs ist und so. Haben wir auch mitgenommen. Und dann habe ich noch einmal ganz normal das Babypuder mitgenommen. Das habt ihr bestimmt auch alles im Video gerade gesehen. Dann waren wir bei Rewe, wie gesagt, und da haben wir einmal für mich so Haribos gekauft. Aber diese Pfirsiche, die mag ich total gerne. Und die sind im Moment runtergesetzt. Obwohl man das eigentlich nicht akzeptieren kann, weil die Tüten immer kleiner werden. Seht ihr das? Die sind so mini. Ich bin da echt voll schockiert. Die machen das immer teurer, aber die Tüten werden immer kleiner. Aber irgendwo müssen die ja Geld verdienen. Dann haben wir ein Arizona gekauft. Und zwar den Green Tea mit Honig. Das ist der leckerste und ich würde dafür sterben. Dann haben wir einmal so Pommes. Also Chips als Pommes. Kennt das vielleicht irgendjemand? Die sind jetzt in Ketchup und Mayo Geschmack. Einfach weil wir gleich eine Serie gucken. Und deswegen wollten wir was zum Knabbern dabei haben. Voll cool, dass hier oben der Hamburger Hafen drauf ist. Was hat das damit zu tun? Ich glaube, Pommes rot-weiß ist doch typisch Hamburg. Ja, stimmt. Hast du schon eine Red Bull rausgenommen? Nee. Fritz Cola. Wir haben ein Vierer-Set für Fritz Cola. Felix hat schon gerade einen rausgenommen. Einmal in komplett normal Cola, also diese ganz normalen. Genau, einmal so ein Vierer. Und dann haben wir noch zweimal Holunder, also auf Fritz Cola Holunder. Wo ist der andere davon? Hier ist der andere, genau. Dann haben wir, Felix hat sich diese Chips hier ausgesucht noch für die Serie gleich, das sind so komische Kreise-Dinger. Ich nenne die mal Tornados. Die erinnern mich immer an Tornados und die sind so mit Käsegeschmack. Mag ich jetzt nicht. Und deswegen habe ich mir so ganz normale Stapelchips, also Fake Pringles sozusagen, gekauft. Einfach weil die ein Drittel von den normalen Pringles kosten. Und das letzte, was wir gekauft haben, sind so Salamis. Wir haben noch einen Döner gekauft. Und also einen Pommendöner für mich. Und das ist ja voll krass. Hier steht sogar auf den Flaschen steht sogar drauf, wofür die sind. Was? Das ist voll cool. Hier auf diesen Flaschen, auf den Babyflaschen. Ach so. Steht unten drauf Trinksauger Silikon anatomisch S für Tee. Krass, seht ihr das? Steht drauf, dass sie für Tee ist. Und die andere, die große, das ist jetzt die kleine und die andere steht drauf für Milch. Krass, habe ich gerade so die Zufall gesehen. Ja, genau, wir haben noch einen, ich habe einen Pommendöner und Felix hat einen Dönerrollo, genau, es ist so, wie so ein Wrap, so eingepackt, so einfach so ein Döner in so eine Rolle eingepackt. Ein ungesunder Wrap. Ja, stimmt. Genau, so mein Lieben, dann würde ich das Video auch hiermit beenden. So ein ganz kleines Video, aber da der Kinderwagen hier war, wir sowieso einkaufen wollten, wir hätten es auch mit dem Motorrad machen können. Habe ich mir gedacht, mache ich einfach so ein kleines Video draus, weil ich auch schon mal immer ein Foodhaul machen wollte. Und ja, deswegen würden wir einfach sagen, wir beenden das Video hiermit. Ich hoffe, euch hat es viel Spaß gemacht. Und Videowünsche gerne in die Kommentare. Ich habe im Moment überhaupt keine Ideen, weil ich schon so viele Videos für euch gedreht habe. Ich habe einfach keine Ideen mehr. Und deswegen bitte ich euch einfach ein paar Ideen in die Kommentare zu schreiben und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal.